Kollegen, was ist denn hier los? Na? Was? Na gut. Ja. Der Simon muss nachher, oder wie? Was ist los? Ha? Ein bisschen am Bauch. Ja, weiß ich noch nicht. Muss ich mal gucken. Wir können ja nachher eben schreiben, wie das passt. Ne? Okay, danke dir. Ciao. Also erstmal, ne? Erstmal. Damit der Zuschauer Bescheid weiß. Ich telefoniere mit Kunden, ja. Die Tür ist zu. Ja. Das heißt dann, da ist wichtig. Nee, soll ich dir mal zeigen, was da ist? Warte, Vorsicht. Was? Die Tür ist doch nie zu. Ich weiß noch nicht, ich war morgen irgendwie zu. Die auch ah, rein. Guck mal hier. Aha. Was ist das denn? Wilke, komm. Wilke, komm. Sind das Mitarbeitergeschenke? Nee. Was denn? Für Kunden. Teils. Ich bin doch auch Kunde. Nee, er gibt es einen bestimmten Umsatz. Also wenn wir das mal zusammenrechnen. Nee, nur dieses Jahr. Also, hab ich auch was gemacht bei euch. Ja, das reicht aber nicht. Aber bei uns. Ja. Also man muss dazu sagen, ich bin ja fest angestellt. Ja, also von daher kriegst du auch nichts. Aber ich habe auch Sachen bestellt. Ich krieg auch nichts. Ja, ist schon traurig. Wo ist Ron denn? Wenn ich das wüsste. Ich glaube tatsächlich, der hat wieder irgendwelche, irgendwas hat er wieder im Laufen mit irgendwelchen Baustellen. Der ist schon wieder irgendwie unterwegs und... Warte mal, der ist auf Baustellen? Ja, also ja, das, was nee, du nicht machst also bei mir. Kunden. Also der versucht, also komm, der hat wieder mal. Irgendwelche Geschäfte, also was heißt irgendwelche Geschäfte? Also er wird wahrscheinlich wieder irgendwelche Termine haben. Ja, was ist denn hier los? Was ist da passiert? Ach, wir haben eine Prüfung nicht, sondern wir lassen uns gerade zertifizieren, im Grunde genommen. Wofür? Wir werden ein RAL-Gütezeichen bekommen. Und... dafür werden wir gerade gescheckt, ob wir überhaupt die Voraussetzungen haben, etc. Sind die Leute hier? Ja, die sind gerade, die gucken sich alles an, den ganzen Betrieb. Sind gerade hinten in unserer tollen Lagerhalle, die viel zu klein ist. Wo mit, ich mich mit Ron? Nee, der ist ja nicht da. Der ist unterwegs. Und du musst das machen. Nee, Nico macht das gerade. Das ist aber interessant für die Zuschauer. Ja. Zertifizierter Betrieb. Ja, also wirklich. Also weißt du, was bei mir zertifiziert ist? Bei mir ist zertifiziert, dass ich mir so schön so ein Zwiebelmettbrötchen in den Hals werfe. Darum geht es gerade. Und das RAL-Gütezeichen für den Traumbau. Ändert ja nichts daran, dass du mit mir nicht auf die Baustelle gehst. Doch, weiter. Da haben wir doch abgemacht, oder nicht? Ja. Aber irgendwie bin ich krank, leider. Wie warst du? Weiß ich nicht. Krank. Also eigentlich bin ich nicht krank, weil der Test sagt, ich bin nicht krank. Aber du bist krank. Ja. Krank im Kopf bist du mittlerweile. Ja, komm von meinem Kollegen hier. Nein, das ist ganz interessant hier. Ne? Ja, das ist doch was Schönes. Ja, mal gucken. Aber Nico versaut das wahrscheinlich gerade. Nee, das wird er, glaube ich, ganz fachlich hinbekommen, hoffe ich. Lass uns nicht ganz so blamieren. Und am Ende er uns sagt, du, tolles Unternehmen, geiler Schuppen, aber ihr habt es nicht drauf. Aber das wird nicht passieren. Wir sind ja gut drauf hier. Ja. Sehr gut aufgestellt. Ja. Ist Carsten da? Ach, geht's jetzt um Seriosität? Ja. Nein. Ah, Carsten ist nicht da. Carsten ist nicht da. Ach so. Das Problem ist, wenn du jetzt zu Carsten gehst, hängt dann gleich ein neuer Kalender. Also bist du, das Video wird eh nicht ausgestrahlt dann. Habt ihr neue Kalender bekommen? Reine Strategie. Ja, genau, Carsten. Ja, ist ein Fuchs, ne? Aus strategischen Gründen hat er sich einen Kalender neben seinem Platz gehängt, damit er in Zukunft nicht mehr in den Videos erscheinen muss. Das ist deine neue Strategie? Ja. Warte mal eben. Ach, haben wir schon Januar? Ah, nee, Quatsch. Ach, das ist ja jetzt doof. Gas, die Videos werden doch gesperrt. Das ist deine neue Strategie, also. Ja, den, Wahnsinn, hängst, ne? Den hängst du da jetzt hin, damit ich hier nicht filmen kann. In Zukunft auch ein Hintergrundbild. Das ist also nur. Ja, der ganze Raum ist so tapeziert. Du bist auch ein Fuchs, ne? Also ja. Lässt dich auch. Da sagt man mir nach. Wenn du die Energie in Arbeit stecken würdest, die du da reinsteckst, mich fertig zu machen. Nee, das wäre nicht gut. Dann hätten wir Erfolg. Das wäre nicht gut. Verklag mich doch. Björn. Der Carsten ist schon clever, ne? Das ist ein Fuchs, ne? Ja. Oder was? Ja. Sag mal, die ganzen Leute da draußen fragen ja wegen Timo. Ja. Möchtest du das artgerecht beantworten? Artgerecht?
Jetzt wird's mich aber. Carsten, Hilfe! Die Zuschauer sind ja Füchse und haben gefragt, wo Timo ist. Timo, ja, Timo, wie sollen wir das erklären? Timo. Erklär du, wo Timo ist, weil die Leute. Siehst du die Ähnlichkeit? Bitte auf die Brille. Nee, ich hab ja Klaus Pinguin da. Jetzt nee, Pelikan. Na, Timo ist momentan noch krank. Ja. Und gute Besserung, Timo. Genau, das erstmal vorweg. Und wir haben uns dann, ich sag mal so, die Bauwelt ist ja nicht die einfachste. Ja. So, und du musst so ein bestimmtes Gen haben, damit du abends sagen kannst, jetzt ist auch Feierabend und ist mir eigentlich relativ egal, in Anführungsstrichen. Damit also die Arbeit im Büro lassen. Genau, du musst die Arbeit im Büro lassen, weil ist doch manchmal, läuft doch nicht alles so toll und ja, da muss man mit umgehen können. Und bei Timo haben wir festgestellt, er kann da schlecht mit umgehen, weil er ja auch noch nicht so alt war und dann läuft da nochmal was schief und er hat vieles mit nach Hause genommen und dann haben wir irgendwie jetzt die Notbremse in Anführungsstrichen gezogen, haben gesagt, du Timo, wie sieht's aus, du bist echt, also er war auch echt krank oder ist krank. Aber Timo ist richtig, also ich mag ihn persönlich richtig gerne. Deswegen haben wir diesen Schritt ja auch so gewählt. Ja. Wir haben dann gesagt zu ihm, Timo, was hältst du davon, wenn wir sozusagen auf gegenseitigen Einvernehmen eben dass wir das irgendwie jetzt auslaufen lassen mit dir. Ja, du suchst dir in Ruhe was Neues, weil er ist auch wirklich krank, er ist echt ein bisschen angeschlagen. Er hat nicht versagt, das kann man nicht sagen, aber wir haben einfach gesagt, komm, bevor du daran zugrunde gehst irgendwann. Gesundheitlich. Gesundheitlich vor allen Dingen, ja. Dann such dir doch irgendwas Neues und dann, das hat er auch getan. Kommt die Musik alle her. Deine Partyschlagermucke da im Hintergrund. Nein, aber ich muss sagen, ganz persönlich, Timo ist ein richtig feiner Kerl. Also ich bin ja mal mit ihm draußen gewesen, also ist ein cooler Typ. Timo ist echt ein feiner Kerl und er hat auch nichts falsch gemacht in dem Sinne. Hat seinen Job auch wirklich gut gemacht. Er hat ja mal im Handel einfach gelernt, trockenen Handel, hat er gelernt und hat das auch sehr gut gemacht. Dadurch habe ich ihn ja auch kennengelernt. Hat damals früher viel für mich quasi geleistet, also Bestellungen gemacht und so weiter und so fort. War aber eine sehr gute Zusammenarbeit und dann ist irgendwann mal die Idee gekommen, von seiner Seite auch oder von unserer Seite, ne, wie sieht es denn aus, hast du nicht Bock, mal noch was anderes zu machen? Weil er hatte damals da gelernt und seinen Horizont zu erweitern und so mal zu testen. Es war auch von Anfang an klar, dass man mal testet, ob das überhaupt was für ihn ist hier. So, weil das ist ja einerseits der Einkauf, dann der Umgang mit den Monteuren, mit den Kunden. Viel Planung, viele technische Details und das ist natürlich ganz viel Input. Und ja, ich sag mal, das war wahrscheinlich auch für einen alleine zu viel einfach am Ende. Und dann haben wir einfach gesagt, komm, dann ist es eben so, lass uns den Schritt jetzt gehen, bevor du halt uns nachher vor die Hunde gehst. Das wollen wir einfach nicht. Wir wollen ja keine Menschen. Ja, weil er ja auch ein Freund ist. Das ist ja mal das Problem. Ne? Er war ja auch noch hier, er hat auch noch Brötchen ausgegeben und hat sich von allen nett verabschiedet. Er hat ja auch, soweit ich weiß, sogar eine neue Arbeitsstelle. Die hat er, ja. Genau. Also das in der Zwischenzeit, er ist ja noch krank, weil er echt ein bisschen... Er braucht eine Erholung. Timo war auch am Ende durcheinander. Er ist auch mal in Urlaub gefahren und hat die Flugtickets zu Hause vergessen. Das haben wir heute im Video erzählt. Das war wirklich so. Das war so auch so ein Punkt, wo ich gesagt habe, ey, der konnte gar nicht runterkommen mehr so richtig. Nee, ja? Timo war immer unter Dauerstrom. Richtig so nervös und ach Gott, ich muss und Hilfe. Und das ist natürlich genauso, wenn du in Urlaub fährst und eigentlich alles vorher schon hinpackst und du nimmst alles mit, deine Frau, dein Kind, kannst du zu Hause lassen, das ist nicht schlimm. Aber dann vergisst du deine Reiseunterlagen. Und stehst in Hamburg, glaube ich, am Flughafen und stellst fest, fuck, ich habe meine Reiseunterlagen zu Hause gelassen. Aber damit die Leute wissen, Timo wurde hier nicht rausgeschmissen. Nein. Timo wurde auch nicht gekündigt. Der hat sich ganz normal, das muss man sagen, Ron ist ein richtig fairer Typ. Der gibt jeden Chancen, der probiert viel aus. Die haben sich dann zusammengesetzt und haben beide gesehen, okay, auf der Basis hat das keinen Zweck, weil du machst dich daran kaputt. Und es ist halt auch ein schweres Handwerk. Genau, man muss, genau. Das ist halt so, dass man braucht dieses Gehen, diese Baustellengehen. Ja, aber ich weiß auch, was du meinst mit dem Baustellengehen. Ja, das ist auch schwierig zu erklären. Du musst aber nur umgehen können, dass du kannst dir, ich sag mal, mein Motto ist immer, du planst bis ins Letzte und eigentlich kann nichts schief gehen. Und es geht alles schief. Und es geht alles schief. Du planst gar nichts, läuft top. Das ist meine Devise eigentlich meistens. Ja. Nein, aber das ist halt so. Also was war Timo denn angestellt eigentlich? Der war hier als Bauprojektleiter im Bereich Bauelemente angestellt. Ne? Ja. Und hat im Bereich Bauelemente im Handel gelernt, war dadurch natürlich technisch total, oder ist
dadurch auch technisch echt gut. Also bei uns hat er echt gute Arbeit geleistet. Er hat ja auch viel beim Fußballplatz geplant, die Türen, alles etc. Das hat Timo alles im Griff. Waren ja vergleichsweise kleine Baustellen. Richtig, wir haben natürlich sehr große Baustellen, wo man sagen muss, da bauen wir nicht nur eben 8 Türen bei Oma ein, sondern eher so 150 Türen in so große Objekte, Logistikgebäude etc. Was weiß ich, alles Büros. Und da hast du natürlich sehr hohe Ansprüche, gerade technisch. Ne? Also wir machen ja auch teilweise Baustellen für Amazon, wer es hören will oder auch nicht, ist ja egal, aber machen wir halt. Ja. Und da hat man natürlich Zutrittskontrollen und so weiter und so fort. Das heißt, ganz viel drumherum. Du musst, ich sag mal, wenn du jetzt einen Grundriss siehst und siehst dann, wenn dann WC, dann musst du wissen, wenn dann WC bedeutet, da muss ein Rollstuhlfahrer durch, das heißt, die Tür muss mindestens so breit sein. Dann müssen wir darauf achten, die Drückerhöhe, also wo ist der Griff, ist beim Behindern-WC leider nicht auf 1 Meter, sondern irgendwie auf 850 und so weiter und so fort. Also das sind viele Sachen, die da einfach so reinspielen. Und das muss man alles auf den Schirm kriegen. Und dann muss am Ende der Monteur, der vor der Baustelle steht, das auch noch richtig einbauen. Und wenn das geklappt hat, hast du gewonnen. Aber das... Und dann kommen ja viele Sachen dazu. Dann hast du vielleicht alles gut geplant, der Monteur baut Scheiße. Dann nimmst du das mit nach Hause, dann kriegst du auch vielleicht mal vom Chef einen auf den Deckel. Dann ist zu Hause vielleicht, ich sag mal bei Timo jetzt nicht, aber du kannst zu Hause, bist auch schlecht gelaunt. Ja. Dann, was passiert dann? Die Alte ist schlecht gelaunt, weil du schlecht gelaunt bist, die Kinder sind schlecht gelaunt und das bringt dir keiner weiter. Also damit die Leute es wissen, wir sind im Guten mit Timo auseinandergegangen, es ist nach wie vor ein Freund von uns, er hat einen neuen Job. Wir gehen gerade ein bisschen extra so ein bisschen auf Abstand zu ihm, damit er echt immer so ein bisschen Abstand hier zum Betrieb bekommt und einfach runterkommt. Und das braucht er jetzt auch, will ich. Es gibt ja tausend Bezeichnungen für sowas, aber ich würde einfach sagen, der ist einfach mal ein bisschen, der braucht diese Ruhe jetzt gerade. Genau, und wir wünschen Timo allen eine tolle Zukunft. Der wird hier auch das ein oder andere Mal garantiert noch reinschneiden und auch Timo eine gute Besserung. Und am Ende ist es so, dass er dahin geht, wo er wegkommt und wir weiterhin Kontakt haben. Das ist gut und das ist auch wichtig. Also arbeitet ihr auch wieder zusammen? Ja, ja, auf jeden Fall. Ne? Also Ahnung hat er ja, wenn ich ihn gefragt habe wegen Sicherheitstüren, das wusste der alles, ne? Das ist ja das Coole an ihm einfach. Er weiß wirklich ganz, ganz viel. Und aber du musst es am Ende dann halt auch... Aber Timo und du, ihr habt einen Unterschied. Wenn ich zu Timo gesagt hätte, Lanz auf eine Baustelle fahren, dann wäre am selben Tag noch mit mir auf eine Baustelle gefahren. Du hingegen? Also, es gibt ja Dinge... Es dauert manchmal ein bisschen, wir müssen gut vorbereitet sein. Ne? Ja, die müssen geplant sein. Und müssen geplant sein. Und ich bin auch ja nicht so der flexibel, sagt Ronny immer zu mir. Wenn der jetzt mich um 5 anruft, wollen wir eine halbe Stunde essen gehen, dann sage ich, in einer halben Stunde. Ja, du bist halt so ein richtiger Ostfriese. Ja. Du bist halt so erstmal, das geht nicht. So ein Friese muss das 10-mal. Ostfriese muss 10-mal überlegen, bevor er was macht. Ostfriese muss 10-mal sich Gedanken darüber machen, dann sind ja schon eine halbe Stunde vorbei. Aber ich bin genauso, ich kann das auch nicht. Ich kann das überhaupt nicht. Und was macht Ron dann immer? Schreibt meine Frau an. Und die sagt, ja. Und einige sind die Ostfriesen und ich nicht. Aber nein, ach, du bist gar kein Ostfriese. Eigentlich bin ich Ammerländer, ja. USA geboren, ne? Unser schönes Ammerland. Und aufgewachsen. Aber ich bin dann mal irgendwann rübergezogen, ne? So Entwicklungshilfe etc. Ne? Ach so war das. Ja. Hast du schon irgendwas gehört für Mitarbeitergeschenke? Sind die schon da? Die Weihnachtsgeschenke? Weiß das eigentlich immer, was es gibt für die Mitarbeiter, aber ich glaube, das sagt er mir nicht mehr. Dieses Jahr weiß ich das auch absolut nicht. Weil er sagt, dass ich Petzers immer. Er ist so geheimnisvoll. Ja. Deswegen hat er sogar seine Tür zugemacht. Und gestern hat er ganz klar heimlich, auf einmal war er da am Tütenpacken. Ich komme wieder nach ein paar Terminen und dann steht er da voller Euphorie und packt Tüten. Und ich weiß es wirklich nicht. Das ist ganz ungewöhnlich. Normalerweise weiß ich das immer. Also ich mache mich jetzt auch auf die Suche, die Tage. Ich stelle ein paar unangenehme Fragen. Ja, entweder das oder wir rufen den Telefonjoker an. Hendrik. Ja, Speckmann. Der weiß das bestimmt. Ja. Kann ich mir vorstellen. Vielleicht. Du, Hendrik, ich soll hier gerade was organisieren wegen den Geschenken für die Mitarbeiter. Was war das nochmal, damit ich die Tütengröße einstelle? Ja, genau. Oder so, ja, 1000 Schuss, ne? Ja, 1000 Schuss ist Schuss. Ja, wir machen für heute Feierabend. Ich hoffe, ihr hattet alle Spaß. Klickt auf Teilen, gefällt mir und schreibt in die Kommentare, Björn, wann gehst du endlich mit Wilke auf die Baustelle? Wolle! Ich wollte gerade nach Hause. Jetzt kommt hier der Sonnenschein rein. Du weißt doch, heute ist Mittwoch, 10:30, meine Zeit. Was hast du mitgebracht? Und ich habe einen Schluck. Cool. Können wir uns gleich besaufen. Nee, Nico, der hatte ja Geburtstag. Wann hatte der schon wieder Geburtstag? Ja, der hatte vor 3 Wochen. Keine 4 Wochen mehr. Du weißt, dass ich bei Geburtstag habe, ne? Auch irgendwie, ne? Ja, das ist was trinke ich dann? Gerne. Osborne, Veterano. Nein, er lädt ja immer seine Freunde ein. Jackie, Jimmy, Maria. Vor allem Jackie.
Nico, mein Freund, ich habe dir doch versprochen. Du hau ab. Was soll ich mit so einer Scheiße? Deine Frau wird sich darüber freuen, Junge. Das ist ein Premium-Wein. Den musst du gurgeln. Ich fange auch gleich an mit Wein. Hier. Ja, im geschenkten Gau, guck mal nicht ins Maul. Guck mal, da bringe ich was mit. Siehst du das? Und nicht mal. Undank. Und Ron ist auch nicht da. Undank kommt mir entgegen. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Aber denk mal. Du kommst doch auf den Freitag. Ach so. Oh ja, ich habe übermorgen Geburtstag. Ja. Gibt's ja gar nicht. Übermorgen? Wir kriegen ja übermorgen. Also ich habe immer, heute ist der Freitag. Jetzt denk mal, heute ist der Freitag. Ach so. Ich habe übermorgen Geburtstag. Ja, das ist ja gut. Sonntag arbeite ich nämlich nicht. Ronny ist gar nicht da. Das kann ich so nicht akzeptieren. Heute muss ich hier einen fetten Auftrag schreiben, auf jeden Fall. Weil es kurz vor Weihnachten. Ja, aber hallo, da muss noch was kommen. Der ist echt nicht da. Ja, aber der ich lock ihn gleich. Weißt du, womit? Essen. So. Ne? Wolle gibt einen aus. Ron, komm her, los jetzt. Leg so. Ne? Ich weiß aber auch nicht, wo der ist. Auftragsblock habe ich auch gleich zwei Stück mit dem. Das Büro ist auch dunkel und zu. Das kennt man ja sonst nicht. Nee, ich habe auch so das Gefühl, in letzter Zeit, Mittwochs ist nicht, Mittwochs, da haut er immer ab. Ja, jeden Termin, den er hat, setzt er auf Mittwochs. Alle 14 Tage Mittwochs. Aber ich bin ja froh und glücklich, dass seine Mitarbeiter hier sind. Die auch immer nett und freundlich sind. Wo? Ja. Ne? Wo sind die nette Mitarbeiter? Schmeiß ich dir mal in den Kopf. Nee, ich bin ja am Fuß, weißt du? Kann ich 14 Tage krank machen. 6 Wochen? Weil ganz ehrlich, das kauft ihr auch so jeder. Ja. Du bist aber wieder gemein zu mir heute, Carsten. Gemein bist du zu mir. Ich hab noch gar nicht angefangen. So ein Undank. Dann komm ich hier entgegen. Kommst hier rein, strahlst so eine Laune aus, so, bringst toll. Bring auch noch einen Schluck. Premium-Wein, wo hast du den her? Werbe geschenkt. Junge, da habe ich jede Traube habe ich einzeln gepflückt. Da habe ich noch mit den Füßen habe ich darauf rumgetrampelt, ja, genau. Weißt du, bis der Wein da rauskam. Ja, mal deine Plattfüße an. Da kann ich auch nicht. Zu betreten, deinen halben Hektar Platten. Schon hat er aus Traubensaft hat er irgendeine Marille gemacht. Das ist die Kunst. Da hast du schon mal von Ron was gehört? Ja, Ron, der kommt heute noch. Der muss was haben, unbedingt. Was glaubst du, was braucht er denn? Alles. Der braucht alles. Kleber, der braucht... So kurz vor Weihnachten, so vor Betriebsurlaub? Der braucht alles. Fließ, Kane, was fällt mir noch alles so ein? Ist das eigentlich überhaupt zumindest ein Rosé? Das sieht aber gut aus. Du, was ist da denn drin? Du, Geld? Ist da Geld drin? Oder was ist da drin? Oder habe frische Unterhosen? Gute neue Unterhosen? Die können die nämlich auch gebrauchen. So. Wolle, du bist auf dem Weihnachtsfeier von der Firma, ne? Ja, klar, sicher. Freust du dich da drauf? Ja, sicher. Das Highlight des Jahres. Fang jetzt schon an zu fasten.